Eins meiner Lieblingsstücke ist ein Farbdruck aus dem Jahr 1858, welches ich im Archiv gefunden habe. Und das zeigt ein Schiff von ganz ungewöhnlichen Ausmaßen. In einer Zeit, als hier an der Unterweser und auch anderswo hölzerne Segelschiffe mit ca. 80 Meter Länge und 1400 Tonnen Tragfähigkeit gebaut wurden, konzipierte ein englischer Ingenieur, Mr. Isambard Kingdom Brunel, ein eisernes Schiff von nie gesehenen Ausmaßen. Der Leviathan, später Great Eastern genannt, hatte eine Länge von 215 Metern, eine Breite von 36 Metern und eine Tragfähigkeit von 22.500 Tonnen. Er bot Platz für 4.000 Passagiere. Gebaut als Doppelhüllenschiff inklusive Doppelboden und wasserdichten Schottabteilungen. Als Antrieb für dieses Schiff dienten Dampfmaschinen von ca. 4.000 PS, die auf eine Schraube arbeiteten. Zusätzlich dazu waren weitere Dampfmaschinen installiert mit etwa 2.600 PS, die die beiden Seiten Schaufelräder antrieben. Und zu guter Letzt, um ganz sicher zu sein, dass das Schiff auch seine Bestimmung erreichte, wurden noch sechs rar getakelte Masten installiert. Baubeginn für die Great Eastern war 1852. Nach vielen Pleiten, Pech und Pannen und einer nur zweijährigen Dienstzeit wurde das Schiff bereits 1864 außer Dienst gestellt und die letzten 18 Jahre aufgelegt. Die Great Eastern diente dabei zeitweise als Casino, als schwimmendes Hotelschiff und zeitweise war sogar ein ganzer Zirkus dort etabliert. 1888 wurde der Gigant des Unheils, wie er dann genannt wurde, verschrottet. Das Schiff war seiner Zeit weit voraus natürlich und deswegen wohl auch war das ganze Konzept zum Scheitern verurteilt. Der Leviathan war 41 Jahre lang das mit Abstand größte Schiff seiner Zeit und erst 1901 mit Bau der Celtic wurde ein größeres in Fahrt gebracht.